Frauen? Ich stehe auf Frauen. Wir haben uns vielleicht gerade kennengelernt. Ich denke nicht gern. Und bin aus Magdeburg nach Berlin gezogen, um mit den Besten Musik zu machen und mich mit ihnen zu messen. Und auf dieser Reise hat mich Q-Cut schon seit 2010 begleitet. Q-Cut, du musst ein bisschen näher kommen, mit uns ein bisschen kuscheln. Welchen Part übernimmst du denn so in eurem Team? Also Q-Cut, ich höre schon Q-Cut, du wirst so... Wiki, wie sagt man? Wiki-Wiki? Wiki-Wiki ist schon richtig. Ja. Na, ich baue halt die Beats und mache die Cuts, genau. Wiki-Wiki. Mehr oder weniger, du nimmst, was du brauchst. Auf und ran mit, auf ne Kappen. Mein Kopf kocht Gedanken für das Brauchen, mein Magen. Bis auf den Rausch, Nächte lang stone. Tracks für die Homes, bestens genau. Cool wie die Sau, Spul ist dir drauf. Q's Melodie geht unter die Haut. Rappen eher nicht so, also du bist dann eher so der Mann, der für das musikalische Fundament zuständig ist, damit Main Mo seine kranken und intelligenten Texte spitten kann. Hey. Nein. Also es ist halt so, wenn man Texte schreibt, muss man einen Beat mehrere Stunden hören so. Und ja, die Beats von Q-Cut, die kann man tagelang hören. Und deswegen hat man auch Zeit, wirklich sich mit Texten auseinanderzusetzen, und deswegen verschachtelt man da etwas mehr als vielleicht andere. Also kurz gesagt, du liebst deine Beats? Wie meine eigene Schrift, auf jeden Fall. Ja, ich war ein bisschen selbstverliebt. Ja. Was habt ihr beide denn dieses Jahr alles so an Start gebracht? Also ihr hattet zwei Alben am Start, habe ich so vage mitbekommen. Da wollte ich jetzt erstmal fragen, so, wie hieß denn das erste Album? Also ich weiß es, für die Zuschauer nochmal, das erste Album, das ihr an Start gebracht habt, war? Das erste Album, das wir zusammen gemacht haben, ist DJ Q-Cut und Main Mo mit dem Popcorn for Star Wars. Okay. Und ja, es hat funktioniert und wir haben weiter gemacht. Q-Cut, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Über MySpace. Achso, ganz alte Schule noch über MySpace, nicht über Facebook. Nee, da war Facebook noch gar nicht präsent und ja, Mo hätte mal für 2 Wochen einen MySpace-Account und dann habe ich ihn angeschrieben, ganz romantisch. 2 Wochen habe ich geschafft. Und dann haben wir uns auch mal getroffen und das hat funktioniert. Und wie ist es eigentlich so, mit Main Mo länger als 24 Stunden zusammenzuarbeiten? Also 24 Stunden am Stück haben wir noch nicht geschafft, von daher kann ich es nicht beurteilen. Klar. Aber ich glaube, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle und der Emotionen und der Unterhaltung. Real life. Ein Lied für einen Stern von einem anderen Stern. Wie die Liebe nur romantisch. Ihre Lippen sind Kissen und meine schlafen gern. Ihr Schlafzimmer blinkt, ist das alles wert? Hey, meine Füße ist eine sowas von anderer Erfahrung. Und ich habe gehört, ihr habt auch schon das zweite Album jetzt am Start und ist auch schon so auf Vorab-Vinyl, habe ich hier gerade so ein bisschen rumgehen sehen. So, erzähl mal ein bisschen, was ja, ich stütze mich hier so ein bisschen, mach mich ein bisschen locker hier, was ist los? So, was kann man denn da erwarten, also von dem zweiten Album? Ist es angelehnt auf das erste oder von der Thematik her ganz anders? Von der Thematik her muss man sagen, die Texte und die Beats sind zum größten Teil eigentlich alle in Berlin entstanden. So. Also es hat mit unserer Zeit zu tun, wie wir hier angekommen sind, wie wir das getan haben, was wir tun, was wir heute noch tun. Und ja, man hört den Unterschied. Aber wir sind halt den Magdeburgern auch treu geblieben. So. Also der Magdeburger Swag ist auf jeden Fall mit drin. So, Magdeburg, Alter, Berlin und Schönebeck. Das geht raus an euch, Alter. Heimatstadt. Also Q-Cut, du bist auch kein Berliner, du kommst auch aus Magdeburg? Korrekt, ja. Aha, also haben sich die alten Magdeburger Urgesteine quasi über MySpace kennengelernt und sich sozusagen wiedergefunden und einen Schnittpunkt gehabt. So, hey, wir machen Musik und wir kommen beide aus Magdeburg, lass mal zusammen was machen. Das klingt wie ein Pressetext, ja, definitiv. Das und...
Nein, es ist, das hat nichts damit zu tun, aber die Besten haben sich gefunden. Das glaube ich gut. Nein, die Sache ist, Magdeburg ist eine coole Szene. Man trifft sich auf vielen Konzerten. Und ja, ich fand seine Musik gut, er fand meine gut. Und so haben wir weitergearbeitet, so wie es halt im Musikproduzenten-Dings da, Bums da halt so ist. Du hast mir jetzt aber noch, beziehungsweise ihr habt mir noch gar nicht verraten, wie das zweite Album heißt. Weil wir arbeiten halt mit Überraschungen, auch bei unseren Live-Auftritten. Viele MCs treten ja auch gar nicht oft live auf, aber wir machen das und wir machen das gerne. Und deswegen heißt das neue Album Tango Charlie Alpha Zulu, wo es halt um die Jam-Session geht, Mann. Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ich würde jetzt mal eher mutmaßen, dass es auf deinen Mist gewachsen ist. Der Album-Hintergrund ist ein Geheimnis, das ich erst vor meinem Tod verrate. Falls irgendwer gerade erst reingekommen ist oder auch wenn manchmal fehlgeschickt wie ich, wir sind gerade mitten in der Vorstellung unseres neuen Albums Tango Charlie Alpha Zulu. Und da die Internetquelle existiert vom Lebemann. Also, ich bin Mo. Stoßstange im Crash mit der Crowd, direkt von meiner Couch. Niemand hält mich auf, lieber geh ich drauf. Niemals geb ich auf, Rap kidnappt mich und denn unsere Zukunft sieht riesig aus. Wir müssen mal noch ein bisschen warten auf das Geheimnis. Was ich noch erwähnen möchte, der ein oder andere kennt Main Mo auch von Rap am Mittwoch. Main Mo ist mehrfacher Battle King Sieger und hat die Kohle einfach mal so mit nach Hause genommen. Was war das für dich für eine Erfahrung? Einfach mal so, ja, ich gehe jetzt on stage, battle und gehe mit 600 Euro nach Hause. Ist auf jeden Fall das Leben eines Battle-MCs. Mein Rap-Traum ist wahr geworden. Dein Rap-Traum ist wahr geworden. Was kann man denn von dir dieses Jahr noch erwarten? Außer natürlich das angepriesene Album, welches ihr beide zusammen, sage ich jetzt mal, musikalisch entworfen habt und demnächst an Start bringt. Wann ist eigentlich Release? Am 21. September kommt es raus und es ist für uns, also uns sind Freudentränen über die Wangen gelaufen, weil halt es ist eine große Sache für einen Rapper auf Vinyl zu erscheinen. Das ist, auf jeden Fall. Ist ein gutes Gefühl, auch wenn alle Geräte ausgeschaltet werden, gibt es immer noch die Vinyls, die gespeichert haben, was wir gemacht haben. Finde ich cool. Und ja, es ist ein besonderer Moment für uns. Q-Cut, nächster Album mit ihm wieder oder mal alleine oder mit einem anderen Künstler? Weiß ich noch nicht. Okay. Aber mir fällt dazu was ein, weil man macht Musik und sowas und auch über Rapper Mittwoch und halt auch andere Sessions habe ich halt Simdai kennengelernt. So, mit dem, also wenn man mit dem zu jung zusammen rappt, hat man immer was in der Pipeline und ja, wir arbeiten dran. Ihr seid bei Painsky TV und ohne Q-Cut sehen Main Most Raps schlecht aus. Ihr weißt es. Dankeschön. Ja.